So, was ist eigentlich passiert? Das Bild haben wir schon gesehen. Das ist WTC1, WTC2 und WTC7. Um die drei Türme geht es. Und das will ich gerade vorwegnehmen, weil ich das am kürzesten behandle. WTC7 ist eigentlich das eindeutigste, weil da kein Flugzeug reingeflogen ist und trotzdem zusammengestürzt ist, ist es eigentlich der evidenteste Beweis. Aber ich möchte kurz noch eingehen auf diese beiden Türme und zunächst mal noch Bilder zeigen, wie die gebaut sind. Das ist eine tragende Stahlstruktur, ganz dicht, das ist schon gesagt worden, 59 Säulen im Abstand von Achsabstand von einem Meter. Und das sind die Betondecken, die dazwischen aufgehängt sind, zwischen dem Kern und den äußeren Säulen. Das ist also eine Tragstruktur. Das ist eine Tragstruktur und dieser innere Kern ist eine Tragstruktur. Und selbstverständlich müssen auch diese Betondecken tragen, zumindest vom inneren Kern zu dieser äußeren Tragstruktur. Das ist hier näher angeschaut, das ist ein ganzes Stockwerk. Hier sehen wir die Filigranträger, die dann später mit Beton aufgefüllt werden. Und diese Säulen im Abstand von einem Meter. Und man sieht, dazwischen ist der Abstand sehr gering. Das heißt, es ist etwas mehr als ein halber Meter Abstand dazwischen. Und dann kommt etwas weniger als ein Meter schwere Stahlsäulen. Das ist so ein Element, so ein Gitterelement. Und im vorhergehenden Vortrag wurde das schon gesagt, welche Stahlstruktur das ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr schwere Stahlstruktur im Äußeren von diesen 59 Säulen. Hier sehen wir die ganze Fassade. Sie sehen vermutlich aus dem Abstand nur eine Linie. Und das zeige ich deshalb so klar. Also das sind die Originalpläne vom World Trade Center, die ich mir besorgt habe. Und daran sehen Sie, dass es wohl ziemlich schwierig ist für ein Flugzeug, diese Gitterstruktur zu durchschlagen. Das ist das erste Argument, wo ich bringen will, wo ich denke, dass das auch für Laien nachvollziehbar sein sollte. Es wurde also behauptet, dass hier auf der Nordseite zuerst über dem 93. Stockwerk und dann über dem 77. Stockwerk auf der Südseite ein Flugzeug reingeflogen ist, einmal hier und einmal hier. Und dann so ein Einschlagsbild abgegeben hat. Das heißt, auch die dünne filigrane Flügelspitze einer Boeing 767 soll eine schwere Stahlkonstruktion, wie wir es gesehen haben, die trägt, durchschlagen haben. Und das war das allererste, was ich am ersten Tag bei den ersten Bildern, die ich am Fernsehen gesehen habe, zu meiner Frau gesagt habe, no way, das kann so nicht sein. Und ich sage 15 Jahre später immer noch, dieses Bild in einer schweren Stahlkonstruktion, Stahl hat fast dreimal mehr Dichte und Gewicht als Aluminium, als massives Aluminium. Und das ist eine massive Stahlstruktur, zumindest in der äußeren Form. Und das ist eine filigrane, leichte Aluminiumkonstruktion. Also das Erste, was ich sagen muss, ist, so eine filigrane Aluminiumkonstruktion, wenn da ein Vogel reinfliegt, dann sieht das so aus. Das ist ein anderes Beispiel. Von einem Flügel, ein bisschen makaber, aber einfach, denke ich, anschaulich, was passiert, wenn in einer leichten Aluminium-Flügelkonstruktion das mit irgendetwas Leichtem kollidiert. So, das sind Schadensbilder an einer Flugzeugkonstruktion, das ist die schwere Stahlkonstruktion und das soll diese Struktur hinterlassen haben bei den Einschlägen.
Also kommt Ihnen das nicht auch als Laie jetzt mittlerweile ein bisschen komisch vor? Ich habe gesagt, wenn dieses Bild entsteht und durch Flugzeuge hervorgerufen sein soll, dann müssen sowohl die Flugzeuge als auch die Stahlstruktur vorher präpariert gewesen sein. Eindeutig. Schwere Stahlkonstruktion, das sind die Bilder wie hier ein leichtes Aluminiumflugzeug. Hier sieht man so eine Konstruktion. Hier sieht man diese schweren Stahlträger. Hier drin verschwindet. No way. Wenn ein normales Linienflugzeug da reinfliegen würde, dann gäbe es Pommes frites. Und zwar nicht Pommes frites mit scharfen Messern, sondern das haben wir ja gesehen, das ist fast ein Meter, also fast einen halben Meter dick. Und das heißt, es ist genauso viel Material dicht, wie dazwischen Luft bzw. Fenster sind. Das heißt, rein mathematisch müsste die Hälfte des Flugzeuges draußen geblieben sein und nur die Hälfte der Flugzeuge wäre hier zwischen diesen Trägern durchgeflogen. Und wenn dann dieses Schadensbild entsteht, was wir gesehen haben, dann muss es so sein, dass das Gebäude präpariert gewesen ist. Das ist so eine Computeranimation, da kann man natürlich alles machen. Aber ich hoffe, dass Ihr Materialgefühl jetzt genügend geweckt ist, damit Sie sehen, dass so etwas mit normalen, unpräparierten Linienmaschinen in einen normal konstruierten Wolkenkratzer, der jegliche denkbare Belastung aushalten muss, nicht möglich ist. Erstes Argument. Ja, aber sogar der Spiegel hat so eine schöne Zeichnung gemacht, wie so ein unversehrtes Flugzeug in Höhe der 96. Etage durch mehrere Betondecken durch, unversehrt bis zum Kern kommt. Also ich hoffe, das war anschaulich genug, dass mein erstes Argument am ersten Tag bis heute nicht widerlegt worden ist. Das noch ein letztes Bild von der Verschrottung so einer Linienmaschine. Das ist aus einem Film, ich kann jetzt den Film nicht zeigen, aber das ist nur so ein Stahlgreifarm. Und der macht hier Ratsch und der ganze Rumpf ist durchtrennt. So viel zu stabilem Stahl und leichtem filigranem Aluminium. Nur als Seitenbemerkung, mein Vater war Pilot, also ich war oft auf dem Flugplatz. Ich kann ein bisschen sagen, vom Gefühl her, was so ein Flugzeug wiegt, wie stabil das ist und so weiter. Und später bin ich dann Architekt geworden und habe ein Gefühl dafür, wie viele Tonnen da zu tragen sind, wenn ich ein mehrgeschossiges Haus baue. Also ich hoffe, Sie nehmen mir das ab und haben auch selber vielleicht ein bisschen Materialgefühl, um das erste dieser Argumente nachzuvollziehen. Das zweite ist schon gesagt worden, deshalb bleibe ich da kurz. Das Mandarin Hotel in Peking brannte die ganze Nacht, also Stunden, lichterloh, also völlig anders als in New York und ist nicht zusammengestürzt. Nach dem Brand sah es immer noch so aus. Und dieser Knick ist nicht vom Brand, sondern das ist vom Architekten so gewollt. Wie gesagt, das war vorher so und war nachher so und ist auch nach der Renovation so geblieben. Also ein Stahlhochhaus fällt nicht einfach so zusammen, schon gar nicht bei diesen Bränden, die wir in New York gesehen haben. Zweiter Gesichtspunkt. Der dritte Gesichtspunkt ist, wenn man dann sieht, wie die Türme zusammenfallen, dann sieht man hier zum Beispiel, das ist der Südturm, der ist zuerst zusammengefallen, das ist der Nordturm. Der Südturm bekommt zuerst eine ziemliche Neigung, das heißt beschleunigt seitwärts. Und ich habe hier das extremste Bild genommen, wo man sieht, wie schräg der steht. Und jetzt weiß ich nicht, wie oft
Sie so Gleichgewichtsübungen machen und so schräg stehen und ein Gefühl dafür bekommen, was passiert, wenn so eine Turmspitze, die ein gehöriges Gewicht hat, so steht. Eben Bassant hat es in seiner Untersuchung sogar gezeigt, was passieren würde. Ich glaube, das kann jeder mit ein bisschen Gleichgewichtssinn nachvollziehen. Was passiert, wenn diese Turmspitze so eine seitliche Beschleunigung erfährt? Aber oh Wunder, der ganze Turm ist dann, nachdem er so auf die Seite gekippt ist, von da an nicht mehr weiter zur Seite gekippt und dann neben dem Stumpf zu Boden gegangen, sondern er ist von da an dann senkrecht runtergefallen. Und das ist der dritte Gesichtspunkt, wo ich sage, wo man mit einem normalen, gesunden Menschenverstand nachvollziehen können müsste, dass das nur geht, wenn ich drunter diesen Widerstand wegsprenge. Und Sie sehen hier auch schon ein paar Indizien für diese Sprengung. Es gibt noch andere und ich kann da nicht näher drauf eingehen, aber zumindest das müsste klar sein, dass wenn das mit so einem Karacho hier auf die Seite kippt, dass es dann weiter kippt, der Trägheit entsprechend, und dann neben dem Gebäude zu Boden geht. Aber wie gesagt, es wurde hier drunter weggesprengt und nur deshalb war es möglich, dass das dann nachher in seinen eigenen Grundriss zusammenfällt. Das sind für mich drei Gesichtspunkte, warum das evident ist, dass es eine Sprengung gewesen sein muss. Das ist aus einem Film von unserem Präsidenten der Internationalen Architekten- und Ingenieurvereinigung, von Richard Gage, wo er das anschaulich macht in seinem Wohnzimmer, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob dieser Teil hier auf einen noch intakten Stumpf fällt oder ob es frei herunterfällt. Und wenn da noch Widerstand wäre, dann würde das zumindest langsamer zusammenfallen oder wenn es schräg fallen würde, nebenrunterfallen. Aber dass es so zusammenfällt, dass das hier auch fast in Freifallgeschwindigkeit zusammenstürzt, das ist physikalisch ohne Sprengungen schlichtweg nicht möglich.